Öffne die Augen. Öffne die Augen. Wach auf, Link. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Zelda Breath of the Wild auf der Nintendo Switch. Und vorweg, ich habe die erste etwa Stunde habe ich schon gespielt. Und da ich es aber einfach so unglaublich gut finde, möchte ich es doch mit euch teilen, habe ich mir dann gedacht. Deswegen fangen wir jetzt nochmal von vorne an. Ich weiß, es wird auf etlichen Kanälen gespielt, aber in der Stunde, die ich gespielt habe, alleine habe ich schon so viele Möglichkeiten gesehen, wie man Dinge verschieden lösen kann. Und deswegen denke ich mir, ist es eigentlich ganz interessant, das Ganze mehrfach zu sehen. Zumal es auch einfach ja sehr viele optionale Sachen gibt. Und ja, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr euch auf meiner Reise hier gemeinsam mit Link anschließen würdet. Euch anschließen würdet. Und ja, ich versuche relativ lange Parts zu machen. Da könnt ihr mal einen Kommentar zu lassen, wie ihr das findet. Ob ihr es gut findet, wenn man eher längere Parts macht. Oder ob ihr sagt, naja, am Tag so eine halbe Stunde wird mir reichen, weil sonst komme ich nicht hinterher. Ansonsten würde ich halt tatsächlich versuchen. Ich werde sowieso relativ viel jetzt aufnehmen. Aber ansonsten würde ich einfach da gerne mal eure Meinung hören. Ob ihr jetzt sagt, ja, lieber so eine halbe Stunde Parts oder vielleicht sogar eine Stunde, weil Stunde wäre eigentlich mir fast am liebsten, weil ich möchte dieses Spiel spielen. Und ich würde entsprechend, oder das mache ich sowieso, sehr viel jetzt im Voraus aufnehmen. Ich werde die erste Stunde jetzt auch nicht so tun, als wäre das alles neu für mich. Da werde ich sogar im Zweifel zwar nochmal auf Dinge eingehen, die ich schon gesehen habe. Und werde dann auch sagen, wo ich dann so gesehen nicht mehr gespielt habe. Und ab da ist es dann für uns alle neu. Also, es sei denn, ihr habt schon woanders geguckt, dann ist es für euch nicht neu, aber für mich ist es dann neu. Und ja, jetzt würde ich sagen, starten wir hier mal. Und holen uns mal hier unser Tablet ab. Das kennt man schon eigentlich aus den ganzen, also aus den ersten Szenen, die man von Breath of the Wild gesehen hat. Dies ist der Schikastein. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Das heißt natürlich nicht Tablet, das ist der Schikastein. Der Schikastein, eine geheimnisvolle Tafel mit einer leuchtenden Fläche darauf. Obwohl du sie zum ersten Mal siehst, scheint sie dir seltsam vertraut. Jetzt kann ich mit Plus in meine Tasche öffnen, da ist der Schikastein. Mehr habe ich auch momentan noch nicht im Inventar. Und das Ding dreht sich und kommt die Tür geöffnet. Ja, das Ding erinnerte ja so im ersten Trailer oder als man das zum ersten Mal gesehen hat, so ein bisschen an das Wii U Tablet. Ursprünglich war es ja auch als erstes für die Wii U angekündigt. Bis es dann hier ist, ja, kommt auch für die Switch. Also, wir holen uns erstmal hier unsere einfache Ausrüstung ab. Und noch unser Hemd. Dann müssen wir hier nicht ganz nackig rumlaufen. So, mehr ist hier nicht. Ich möchte allerdings noch mal kurz zeigen hier. Auf einmal hier kann ich Sachen aufheben. Ich kann sie auch ganz normal wieder ablegen.
Oder alternativ kann ich sie werfen und dabei gehen sie kaputt. Was kann ich noch machen? Ich kann Sachen schieben. Allerdings verbrauche ich dabei Ausdauer. Und ja, wenn ich die hier jetzt runterschiebe, den Abgrund, passiert zumindest mit der Kiste jetzt nichts. Ob da noch was anderes kommt, weiß ich jetzt nicht, aber also mit den Kisten, die ich bis jetzt halte den Schikastein über das Podest getroffen habe, dann wird der Weg sich dir öffnen. Ist bis jetzt noch nichts passiert, wenn ich so einfach so, also diese riesigen Dinge. Also wir lernen hier auf jeden Fall am Anfang, dass der Schikastein ein relativ mächtiges Objekt zu sein scheint. Er öffnet uns hier Türen und ja, scheint uns so ein bisschen den Weg zu weisen. So, und jetzt kommen wir zum ersten Mal raus in die freie Welt. Auch das war noch in den ersten Gameplays. Ach nee, ich musste sogar... Du bist das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen. So, wir müssen sogar noch selbst rauslaufen. So, wir können sprinten. Und wir können klettern. Dabei brauchen wir Ausdauer. Da hinten sieht man schon den Vulkan, der ausbricht. Und das war, glaube ich, so in den Trailern der erste What the Fuck-Moment, der jetzt hier gleich kommt. Was heißt Trailern? So in den ersten Gameplay-Szenen, die sie gezeigt haben. Weil das sieht halt einfach geil aus. Ich meine, es ist optisch nicht das Schönste. Läuft auf der Switch bzw. auf der Wii U. Also atmosphärisch, es ist einfach so unglaublich geil, wie der Nebel über die Lande zieht und die Gebiete hier so gesehen preisgibt. Es ist atmosphärisch unglaublich geil gemacht. Da oben sehen wir schon jemanden stehen. Der sieht so aus, als hätte er auf uns gewartet. Und nachdem er jetzt gemerkt hat, dass wir rausgekommen sind, geht er zurück. Ein Zweig von einem hylianischen Baum. Nicht die mächtigste aller Waffen, aber besser als nichts. Zumindest kann man ihn umherschwingen und nach Monstern werfen. So, du greifst mit der ausgerüsteten Waffe an. Jo. Hier können wir wechseln, kann mal kurz zeigen. Ich habe dieselbe Waffe, aber wenn ich jetzt verschiedene hätte, könnte ich hier hin und her wechseln zwischen den Waffen. Der am weitest verbreitete Pilz der Wälder Hyrules. Er wächst oft in der Natur von Bäumen, in der Nähe von Bäumen. Füllt bei Verzehr Herzen auf. Also auch das ist eigentlich ganz cool gemacht mit der Erklärung immer schön davor. Was ich gar nicht gemacht habe, ist, ich bin nicht an den Anfangsbäumen mal hochgeklettert. Aber ich glaube, wenn ich mir hier das so angucke, ist hier auch nichts drin. Ob ich wohl... Hm. Okay, gibt keinen Schaden. Mit dem Springen kommt man zwar eine etwas größere Distanz hoch, aber ja, man verbraucht doch relativ schnell Ausdauer. Kannst du hier dich hinstellen kurz? Ja. Was ich tatsächlich nicht gemacht hatte bei meinem Anfang, als für mich gespielt hatte, ich bin nicht hier hochgeklettert. Und ich sah nur gerade, dass es hier oben nochmal grün wird. Deswegen dachte ich mir, ja, und die Bäume da habe ich auch gesehen eben. Gehen wir doch hier mal kurz hoch. Und oben. Okay, da hinten sind Gegner. Da liegen ein paar Nüsse. Eine Eiche. Diese Baumfrüchte liegen oft im Wald auf dem Boden. Eichhörnchen sammeln sie mit Vorliebe. Geröstet füllt sie ein wenig mehr Herzen auf. Okay. Dann haben wir Gegner. Boah, drei Stück. Im Normalfall schafft man das schon, aber... Was ich natürlich versuchen kann... Link! 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 Ja, ich bin da.
Begib dich zu dem Ort, den der Shika-Stein dir weist. Shika-Stein. Zeige den Modus des Shika-Steins. So ein bisschen, kartenmäßig. Und hier kann man tatsächlich erahnen, wie groß das Ganze ist. Das hier ist so gesehen das Startgebiet. Und da soll ich eigentlich hin, also hier hin. Die ferne Stimme. Hier ist unser Schrein. Ah, da kann ich mich sogar hin teleportieren, das wusste ich gar nicht. Aber das möchte ich jetzt nicht. Ich kann mir hier die Steuerung anzeigen lassen. Ja, Shika-Stein haben wir schon, bewegen können wir, Waffe wechseln, Zielerfassung, Pause, ja. Wird uns sowieso mit der Zeit erklärt. Ich glaube, das wird jetzt eingeblendet, weil ich gerade... Eine Spurtechse, eine schnelle Eidechse, die auf Wiesen und in Wäldern zu finden ist. Zusammen mit Monsterzutaten gekocht, verleiht sie dir die Kraft, sich schnell zu bewegen. Alles klar, die hatte ich beim... Nein. Das ist jetzt schlecht. Und ich empfehle euch, nicht von irgendwelchen Sachen getroffen zu werden. Oh ja, genau das meine ich. Von Sachen getroffen werden, macht unglaublich viel Schaden. Musste ich schon... Einer von denen seine Waffe verloren oder so. Ich habe nämlich gerade keine mehr, ist das mein Problem. Oh shit. Und ohne Waffe lässt es sich leider komplett gar nicht kämpfen. Aber leider habe ich... Shit, ich hätte den einen erst besiegen müssen. Ich habe gar keine... Ich habe echt gar keine... Oh shit. Das ging tüchtig nach hinten los. Ja, wie gesagt, hier war ich beim ersten Mal gar nicht. Finde ich hier noch irgendwo eine Waffe? Eigentlich würde ich die schon ganz gerne noch eben besiegen, wenn ich schon hier oben bin. Da unten liegen auf jeden Fall noch Waffen. Okay. Kann ich eigentlich hier runterspringen? Nee, kann ich nicht. Okay, ich kann abspringen. So war das allerdings nicht geplant. Okay, das da war mein Höhlenausgang. Ich hätte nur kurz noch... Ach, das habe ich vergessen, dass da auch noch einer liegt. Ich hätte nur den einen Schritt noch weitergehen müssen. Dann hätte ich... Okay. Aber... Jetzt habe ich ja nochmal meine Waffen dazu. Die möchte ich jetzt doch ganz gerne noch eben besiegen. Ich hoffe, die haben jetzt nicht wieder Leben dazu gewonnen. Weil in dem Fall müsste ich dann auf jeden Fall aufpassen, dass ich einen nach dem anderen mache. Nee, aber haben sie nicht. Die beiden werde ich ja auf jeden Fall mit der Waffe hinbekommen und dann verlieren die ihre Waffe und dann kann ich die... Oh. Ich bitte den anderen jetzt... Oh Gott, nicht deine Waffe anzünden! Ein Bockstock! Hiermit erschlagen Bockblin ihre Beute. Dabei geht der Stock sehr schnell kaputt, aber das ist ihnen da dann auch egal. Ah, ich hab ihn. Falsche Taste. So, ein Bockblin-Horn. Horn eines Bockblin. Als Kochzutat ruiniert es jedes normale Gericht. Kochst du es jedoch zusammen mit Insekten ein, lässt sich Medizin daraus herstellen. Okay, hier haben wir noch was Neues. Der Bockblinhauer. Diesen stumpfen Zahn hast du nach dem Sieg über einen Bockblin erhalten. Zusammen mit Insekten und ähnlichem gekocht, lässt es sich zur Medizin verarbeiten. Grillwild. Über offenem Feuer gegrilltes Wild. Durch die Hitze entfaltet sich das Aroma und der Heileffekt
wird gesteigert. So, okay. Das war's, glaube ich, aber auch hier oben. Aber wir haben eben schon was gesehen. Wir haben eben schon eine Fähigkeit gesehen, die es gibt. Und zwar kann man Sachen in Brand stecken. Das hat ja eben der eine Bockblin gemacht. Und dann hätte ich es nicht eben ein bisschen verkackt, hätte ich dann auch mit der brennenden Waffe zuschlagen können. Aber das hatte ich ja leider eben, naja, nicht ganz so optimal gelöst. Kann sein, dass man hier einfach runterlaufen kann auch? Ja. Ja, das hier oben kenne ich nicht. Hier oben war ich tatsächlich nicht, aber hier oben scheint mir jetzt auch nicht viel mehr zu sein. Und ich will auf jeden Fall bei dem Herren hier unter mir vorbeikommen. Oh, shit. Ich springe aber auch einfach immer runter überall. Ja, bin ich jetzt... Ah, nee, da unten ist der erste, okay. Hier oben hatte ich die Sachen eben eingesammelt, das ist okay. Können wir jetzt mal eben kurz ein bisschen Gas geben. Na, komm. Apfel. Eine in Hyrule sehr verbreitete Obstsorte. Man kann ihn wunderbar roh essen, aber durch Kochen wird seine Heilkraft erhöht. Noch ein Apfel. Und? Nein, nicht runter. Den hätte ich auch gerne noch. Okay. Jetzt gucken wir doch mal, was der Herr hier... Hahaha, sieh an, Gesellschaft. Dabei hatte ich mich gerade an die Einsamkeit hier oben gewöhnt. Wer bist du? Du interessierst dich für einen Landstreicher wie mich? Oder fragst du nur aus Höflichkeit? Ich bin ein alter Sonderling, der schon seit Ewigkeiten allein hier in der Gegend lebt. Sag mir, was hat dich hierher verschlagen? Wo sind wir? Eine Frage mit einer Gegenfrage beantworten. Die jungen Leute wissen nicht mehr, was sich gehört. Aber vielleicht ist es Schicksal, dass wir uns hier begegnet sind. Ich werde sie dir beantworten. Wir befinden uns auf dem vergessenen Plateau. Dieses Gebiet soll vor langer Zeit die Wiege Hyrules gewesen sein. Der ist irgendwie ein bisschen mysteriös, der Kerl. Mit seiner Laterne da am Stock. Dieser Tempel da soll in alten Zeiten von der Königsfamilie für große Zeremonien genutzt worden sein. Doch vor 100 Jahren ging das Königreich unter. Danach ist hier alles verfallen. Du siehst es ja selbst. Keine Menschenseele mehr weit und breit. Nun denn, ich werde wohl noch ein Weilchen hier sitzen. Komm ruhig zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Okay. Erstmal. Fackel. Du kannst sie anzünden, indem du sie ins Feuer hältst. Wenn du sie wegsteckst, erlischt sie und muss erneut irgendwo angezündet werden. Oh. Was denkst du denn, mit dieser Fackel anzustellen? Ich würde sagen, ich zünd sie an. Bei dir muss man ja Angst haben. Komm damit bloß nicht in die Nähe von trockenem Gras. Aber naja, hier treiben sich eine ganze Menge Monster herum. Vielleicht kannst du sie damit vom Leib halten. Aber ich hoffe, du fuchtelst nicht wild damit herum. Du musst genau auf die Bewegung deines Gegners achten. Ziel erfassen. Ja, das haben wir eben schon gemacht. Röstapfel, haben wir eben schon gehört, dass der mehr Leben regeneriert. Über offenem Feuer gerösteter Apfel. Süß und lecker. Wenn du ihn isst, füllt es Herzen auf. Hey! Das ist mein Röstapfel. War nur Spaß. Hier gibt es genug Äpfel für uns beide. Geröstet schmecken sie köstlich. Sag, ich habe ihn beim letzten Mal gar nicht nochmal angesprochen. Sag denn noch mehr. Was machst du da? Ich mach's mir am Lagerfeuer gemütlich, wie du siehst. Vielleicht röste ich mir gleich noch einen Apfel oder zwei. Die meisten Sachen werden nahrhafter und schmecken besser, wenn man sie vor dem Essen röstet. Okay, mehr sagt er nicht. Okay. Gut, gut. Dann gehen wir mal weiter.
Holzverlags. Lieblingswerkzeug eines jeden Holzfällers. Damit fällt jeder Stamm im Handumdrehen. Oh. Testen. Das habe ich gar nicht auch nicht getestet. Ah ja. Oh shit, das habe ich beim letzten Mal noch gar nicht gemacht. Alles klar. So, haben wir hier noch irgendwie mehr? Ansonsten. Guck mal, da ist ein Gegner. Da sieht man schon, mit dem Ding schlage ich einiges langsamer zu als mit meinem Stock. Wenn ich ihn allerdings treffe, dann macht er einen ordentlichen Satz nach hinten. Ich könnte mal kurz was essen eigentlich. Wo habe ich denn meinen gerösteten Apfel? Da. Der füllt... Ja, das passt doch eigentlich ganz gut. Essen wir den. Und dann esse ich noch einen Apfel und dann bin ich wieder voll. Und ich nehme gerade erstmal wieder eine andere Waffe in die Hand. Der Stock geht zwar sehr schnell kaputt, aber... Theoretisch könnte ich jetzt nochmal in die Bäume gucken, aber ich glaube, das ist nicht ganz so entscheidend gerade. Wir werden jetzt als erstes dahin gehen, wo ich auch, als ich es für mich gespielt hatte, war. Und zwar da oben in die Festung rein. Oder in das Kloster. Das ist das Problem. Dieser Scheißstock hält einfach fast nichts aus. Ich habe leider das Fass über ihn drüber geworfen, aber da oben war doch noch ein Gegner, oder? Schwören könnte ich, hätte dann noch einen Gegner gesehen. Ja. Oh shit, falsche Taste. Also solange man eine Waffe hat, sind die jetzt nicht ganz so schlimm. Waffe werfen. Du kannst deine aktive Waffe werfen. So. Okay, noch eine Truhe. Eine Hylia-Hose. Traditionelle Beinbekleidung in Hyrule. Der Stoff schmiegt sich weich um die Beine und ist gleichzeitig widerstandsfähig genug für Reisen. Der ist auch ein bisschen besser als meine aktuelle. Und sieht ein bisschen... sieht besser aus. Okay. Aber ich wollte ja eigentlich nach hier oben gehen. Zitadelle der Zeit. Es gibt übrigens Autospeicher, das merkt ihr ja auch gerade. Antike Feder. Solche Federn wurden in Maschinen der untergangenen Zivilisation verbaut. Egal wie weit man sie dehnt, sie geht nicht kaputt. Sie ist so leicht, dass sie auf dem Wasser schwimmt. Auf Wasser schwimmt. Ja, kann ich hier noch was aufheben? Nee. Ich glaube, an dem Gerät war ich tatsächlich auch wieder nicht dran. Also man könnte dieses Spiel natürlich auch, wie es bestimmt der ein oder andere tun wird, einfach durchrennen. Aber das machen wir natürlich nicht. Antike Schraube. Diese Art Schrauben wurden offenbar in antiken Maschinen verwendet. Sie sind aus einem unbekannten Material und scheinen nahezu unverwüstlich zu sein. Machen wir wieder eine Feder. Das muss ich jetzt nicht nur mal vorlesen. Da habe ich mich tatsächlich auch, als ich... das Ding die Dinger zum ersten Mal gefunden habe, beziehungsweise zum zweiten Mal, gefragt,
warum man die Dinger nochmal findet. Also warum die Beschreibung nochmal dasteht. Eine antike Achse. Eine so stabile Achse könnte mit heutiger Technologie nicht hergestellt werden. Vielleicht wird sie die für irgendwas nützlich sein. Ein antikes Zahnrad. Dieses Zahnrad stammt zwar aus einer uralten Maschine, aber sieht so aus, als wäre es erst gestern hergestellt worden. Unerklärlich. Okay, hier außen ist nichts mehr. Das gestehen wir, tatsächlich habe ich, als ich es zum ersten Mal für mich gespielt habe, habe ich nicht mal so viel hier gefunden. Bin hier irgendwie direkt reingegangen und das war's. Da kommt was raus. Bernstein. Versteinertes Baumharz, das in Hyrule gefunden werden kann. Es besitzt einen geheimnisvollen gelb-roten Schein und wird traditionell zu Schmuck verarbeitet. Hat meine Mutter früher ganz gerne getragen. Sie hatte jede Menge Bernsteinschmuck. Oh nein. Holzpfeil. 5-mal. Die gewöhnlichste Form von Pfeilen. Jetzt auch im praktischen 5er-Set. Sie sind aus robustem Holz geschnitzt. Kann ich aber noch nichts anfangen. Ich habe ja gar keinen Bogen. Was machen wir denn jetzt? Tada! Ein Reisebogen. Ein kleiner Bogen, wie ihn Reisende zur Selbstverteidigung mit sich führten. Solange man Pfeile hat, kann man hiermit Feinde aus sicherer Entfernung bekämpfen. Ja, das ist... Also während wir so gesehen hiermit unsere Waffe werfen, können wir hiermit zielen. Und dann kann ich sie auch wieder wegstecken. So. Ah ne, jetzt machen wir noch eine Sache davor, bevor ich euch das andere zeige. Hier hinten, diese wunderschöne Statue. Die, naja, hier wurde ja schon früher so Rituale. Wir sehen hier auch die Dinger drumrum. Und dann kann man hier beten. Die Statue der Göttin zeigt ein mildes Lächeln. Interessant. Ich hatte beim letzten Mal gar nicht gemerkt, dass man von hier, dass man auch hier seitlich beten konnte. Weil ich bin hier rumgelaufen, dachte, kann man da irgendwas machen? Fehlt hier was? Und dann hatte ich nur hier gesehen, dass man hier beten kann. Aber, ja, hier kommt einfach nochmal dieselbe Nachricht. So. Und dann dachte ich mir so, das sah von Weitem so aus, als würde es da noch einen Turm geben. Also, gucken wir uns erstmal ganz kurz hier die Sachen an. Da haben wir nochmal eine Schraube, die kennen wir schon. Und hier haben wir nochmal eine Feder. Dann dachte ich mir, okay, komm. Wenn da schon irgendwie... Wenn das schon so aussah von Weitem, dass man da oben, dass es da oben noch einen Turm gibt, dann haben wir, okay, komm, dann kletter ich da auch hoch und gucke, ob da wirklich noch was ist. Jetzt weiß ich gerade nicht, ob das hier der sinnvollste Ort war, hochzuklettern. Aber doch eigentlich... Ja, doch, doch. Müsste von der Ausdauer da eigentlich hochkommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube nämlich beim letzten Mal bin ich da rechts hochgeklettert. Ja. Und dann werde ich euch gleich auch noch zeigen, was eigentlich sinnvoller gewesen wäre. Und, naja, wie erwartet, finden wir hier oben an dem Turm sogar was. Hier sah es dann so ein bisschen aus, als könnte man hier so ein bisschen Leap of Faith Assassin's Creed mäßig machen, aber das machen wir natürlich nicht. Und was ich einfach eine unglaublich coole Idee fand, oder was ich, worüber, ja doch, was ich echt, nochmal von vorne, was ich echt cool fand, unten finden wir so einen einfachen Bogen. Denkst du, ja cool, haben wir eben Pfeile gefunden, jetzt finden wir noch einen Bogen, das ist doch ganz cool. Wer jetzt einfach nur weitergeht, hat halt seinen normalen Bogen mit 5 Schaden, aber wer sich denkt, ach komm, ich gucke auch nochmal, ob da oben was sein kann, findet halt direkt einfach einen besseren Bogen. Also gesehen, das Item passt zu dem, was man unten gefunden hat. Das ist nämlich der Soldatenbogen. Ein mächtiger Bogen, der im Krieg eingesetzt wird. Er ist aus Holz, also passt in der Nähe von Feuer auf, dass er den nicht verbrennt. So. So. Hallo. Und so. Nein, nicht... Oh, shit. Das war nicht der Plan. So, und dann dachte ich mir, okay, gucken wir nochmal auf die andere Seite. Da haben wir ja auf jeden Fall irgendwie so eine Verzierung noch. Aber hier drüben ist dann prinzipiell nichts mehr.
Dann bin ich hier drüben runtergegangen. Wenn ich jetzt nochmal kurz gucken kann, weil ich beim letzten Mal nicht geschaut habe, ist, ob hier wirklich nichts mehr ist. Ich will hier nicht irgendwo runterfallen. Ah nee, ich glaube, hier ist nichts mehr. Das geht hier einfach nur außen rum. Ist diese wunderschöne Leiter. Also ich bin auch beim letzten Mal dann einfach stumpf da hochgeklettert und dachte mir, ja, kann man ja mal machen. Um dann festzustellen, ja, hätte man auch leichter haben können. Da hinten liegt noch ein Stock. Den nehme ich mal noch mit. Ein Schmetterling oder so. Die Vögel, die von mir wegfliegen. Da wird man mit Sicherheit auch, da bin ich fest von überzeugt, dass man auch da in die Richtung noch irgendwas machen kann, dass man die Vögel fangen kann oder so. Dasselbe gilt übrigens hierfür. Mit den Eichhörnchen. Weil wenn die einmal weg sind, die müssen noch nicht mal weit weg, verschwinden die komplett. So, wir haben jetzt da drüben das eine Lager noch. Da war ich schon drin. Wir haben hier oben die Hütte. Da rechts sehen wir schon ein Fass, das noch größer ist als die Dinger, die wir davor hatten. Eigentlich will ich die Taube nicht erschießen oder so. Juckballer. Nee, da möchte ich nicht hin. Holzfeuer. Und Chili. Isst man sie roh, sollte man sich auf Schmerzen einstellen. Als Kochzutat wärmt sie den Körper, sodass man sich auch an kalten Orten mollig warm fühlt. Okay, war hier noch was? Ich glaube nicht. Nee, sonst war hier nichts. Haben wir eine Fackel. Wir finden unser erstes Schild. Den Topfdeckel. Normalerweise hält dieser Deckel die Hitze im Topf, aber dank dieses dicken Holzes dient er auch als Schild. Auf Dauer solltest du dich aber nach robusteren Alternativen umsehen. Ja, Schild verwenden, gedrückt halten, ist dasselbe wie wie anvisieren. Ausdauerling, ein grüner Pilz, der oft in der Nähe von Bäumen wächst. Er speichert die Energie der Erde und füllt dadurch als Kochzutat die Ausdauer auf. Ich glaube tatsächlich, die habe ich beim letzten Mal gar nicht aufgesammelt. Haha, sehr gut. Das sieht man einfach mal. Ich meine, ich habe schon versucht, relativ aufmerksam durch die Gegend zu laufen. Und habe trotzdem noch so viele Sachen übersehen, wie ich gerade merke. Das ist echt krass. Hier drin war ich übrigens gar nicht. Und ich habe echt das Problem. Oh ja, jetzt habe ich meine Ausdauer komplett leer gemacht. Das ist auch nicht unbedingt gut. Man sollte vorher aufhören, weil ansonsten wird man langsamer sogar. Ja, da geht's tief runter, da werden wir mal nicht hingehen. Nee, wir machen jetzt erstmal kurz auf der anderen Seite weiter. Und jetzt will ich einmal kurz, wo war das, was ich ursprünglich als erstes zeigen wollte? Ich glaube, das war hier hinten. Nee, was? Haha. Da können wir auch gleich nochmal was Cooles machen, was ich, glaube ich, gerade vermute. Was ich beim letzten Mal nicht gemacht habe. Ja. Also das wusste ich, dass es sowas gibt. Aber, nicht runterfallen. Oh, nicht runterfallen. Tatsächlich habe ich das beim letzten Mal auch noch nicht gemacht. Weil das ist ja eigentlich so eine Stelle, da denkst du, ja, okay, da scheint nichts zu sein. Und dann ist aber so, ja, nee, hier, du kannst hier einen Baum umwerfen. Aua. Hör auf. Okay. Erstmal wieder eine Waffe mitnehmen. Eine Bocklanze. Ein dicker Ast mit angespitztem Ende. Nicht mehr. Bockblinz benutzen sie, um Fleisch oder Fisch über dem Feuer zu rösten. Achso, meine Waffentasche ist voll. Okay. Dann nehme ich die halt nicht mit. Können wir mal kurz gucken hier. Waffentasche? Nein, falsch.
Hier, ja. Ich habe hier 5 Slots für Waffen und ja, die sind halt voll. Nee, stopp. Zurück. Und hier war ich beim letzten Mal gar nicht. Könnte man eventuell hochklettern, aber das werde ich jetzt mal nicht tun. Ansonsten ist hier schon mal nichts mehr. Wir können hier zumindest einmal kurz hochgehen. Bis hierhin. Eigentlich, ich muss gestehen, es ist total verlockend, da hochzuklettern. Aber ich glaube, das lassen wir gerade mal. Nein, falsche Taste. Jede Menge Äpfel. Hier noch einer. Und das finde ich halt auch cool. Tatsächlich habe ich da beim ersten Mal so gar nicht dran gedacht, obwohl ich das vorher schon mal gehört hatte, dass man das wohl machen kann. Aber ja, so hatte ich schon nicht dran gedacht. Und dann bin ich halt immer die Bäume hochgeklettert und habe die Dinger einfach eingesammelt. Hat überlegt, ob ich irgendwas hier mit dem Baumstamm noch machen kann, aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Das war diesmal ein bisschen sicherer rüber als eben. Moment mal eben kurz. Einstellung. Nein, oh shit. Okay. So weit habe ich sie dann doch nicht geworfen. Ah, was ich auch nochmal testen will. Okay, das Ding ist nicht stark genug. Habe ich noch irgendwas, was stärker ist? Nee, aktuell nicht. Na gut. Den Braut muss auch jetzt nicht jeden Apfel mitnehmen. Aber stimmt, ich wollte euch als nächstes jetzt nochmal eben zeigen, was es mit dem Fass hier auf sich hat. Hier ist ein Holzfall. Ach, und hier ist die Heugabel. Heugabel, traditionelles Bauernwerkzeug zur Beförderung von Heu. Leicht genug, dass auch ältere, alte Väterchen das noch heben können. Vorsicht mit den spitzen Zangen. Ich würde sagen, wir lassen mal das Ding hier. Und jetzt. Er hat mich gesehen, aber ich bin versteckt. Das habe ich beim letzten Mal so nicht gemacht. Oh. Bitte dreht das Ding dieses. Dreht ihr das Ding dieses Mal um? Oh shit. Ja, sie drehen das Ding um. Aua, 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 aua. Aua. Das war der falsche. Das wollte ich. Nein! Meine, was? Achso, ach, das sind nur Stöcke. Ein Bockschild. Ein krudes Machwerk aus schlampig zusammengezimmerter Baumrinde. Geht gerade so als Schild durch, wenn man die Augen zudrückt. So. Da können wir die, das, unser Schild wechseln. Nee, das ist. Achso, weil ich gerade. Das Ding in der Hand hatte. Leute, man kann Pfeile einsammeln. Ja.
sammeln. Und ja, ich habe hier alle Gegner besiegt, also wird die Truhe gelb und ich kann sie öffnen. Wobei ich tatsächlich gar nicht weiß, ob man diese vielleicht sogar vorher hätte schon bekommen können. So, der Bockbogen. Primitiver Bogen eines Bockblinds, der einen alten Faden an den erstbesten krummen Ast geknotet hat. Wer da eine große Schusskraft erwartet, wird enttäuscht werden. Also, auf jeden Fall mal meinen Holzbogen aus der Hand nehmen. Wenn ich neben dem Ding stehe. Nee, du sollst bitte die Kiste öffnen. Ein Wurfspeer, eine besonders effiziente Wurfwaffe, lässt sich dank ihrer speziellen Gewichtung deutlich weiter werfen als gewöhnliche Lanzen. Ich muss wieder eine Waffe... Nein, falsch. Den, aber der ist sowieso jetzt bald hinüber. Falsche Taste. Und hier haben wir wieder unser gegrilltes Wild. Das nehmen wir eben mit. Und, haha, dann denke ich mir so, das sieht aber verdächtig aus hier. Was ist das denn? Und dahinter schwebt irgendwas. Das könnte man da wohl machen. Und das sieht aus, als wäre es aus Holz. Also, was dachte ich mir? Nehmen wir doch eine Fackel. Wir haben ja gelernt, Fackeln kann man anzünden. Wir zünden das Ganze hier mal an. Wespen. Hier kann ich so viel verraten, dass die Wespen, hätte ich kein Feuer in der Hand gehabt, mich angegriffen hätten. Bombenpfeil. 5 Pfeile mit Sprengstoffspitze, die für den Kampf gegen Monster erfunden wurden. Beim Aufprall verursachen sie wesentlich weitflächigen Schaden. Ja. Ja, wie gesagt, also die hätten einen. Die Wespen hätten einen angegriffen, wenn ich jetzt kein Feuer in der Hand gehabt hätte. Jo. Kämpfen wir mal damit. Haben wir hinten noch Pilz in der Wand wachsen? Ein Spurtling. Dieser Pilz ist oft an schroffen und isolierten Orten wie Steilhängen oder Höhlendecken zu finden. Als Kochzutat erhöht er die Geschwindigkeit. Von dem ganzen Kochen habe ich übrigens noch gar keine Ahnung. Also da habe ich wirklich noch nichts mitgemacht. So, war hier oben jetzt der Ort, den ich noch zeigen wollte? Glaubt ihr das? Jetzt finde ich den Ort nicht mehr, den ich eigentlich noch zeigen wollte. Wo war denn das? Könnte hier hinten gewesen sein. Nee. Doch, da oben. Da wollte ich noch mal kurz hin. Ich glaube übrigens, dass ich mit einer Stunde, die ich gespielt habe, ganz gut lag. Also jetzt kommen gleich noch 1-2 Sachen, die ich zeigen werde. Und dann sind wir so weit, wie ich gespielt habe. Und das wird dann auch das Ende unserer Folge sein. So, hier. Hier ist es unerträglich kalt. Wenn du hier verweilst, wirst du langsam aber sicher erfrieren. Deswegen werden wir das jetzt noch nicht machen. Ich meine, ich hätte ja jetzt prinzipiell die Möglichkeit, irgendwie eine Fackel anzumachen oder so. Aber, naja, das machen wir jetzt erstmal nicht. Habe ich hier eine Möglichkeit? Nein. Holy shit. Mit dem Ding habe ich auch noch nicht so viel gekämpft. Aber das Ding ist mal relativ stark, muss ich sagen. Dann nehmen wir uns wieder unser Essen mit.
Ich weiß übrigens nicht, wie weit die stacken. Da habe ich noch keine Erfahrung mit gesammelt. Ob die unendlich weit stacken. Oder ob die irgendwann einen zweiten Inventarplatz wegnehmen. Ich will jetzt nochmal kurz gucken, was die eigentlich für mich gedruckt haben. Nee. Ist hier noch irgendwo einer weiter weggeflogen? Ja, da liegt noch was. Nein, das geht übrigens auch, ja. Also man kann einen Angriff aufladen. Und der ist dann je nach Waffe auch immer unterschiedlich. So. Jetzt gibt es eigentlich noch zwei coole Mechaniken, die ich zeigen wollte. Aber... dafür müssen wir noch irgendwann im Moment laufen. Das habe ich gerade in der falschen Reihenfolge gemacht. Das hatte ich beim letzten Mal in der anderen Reihenfolge gemacht. Also da bin ich erst da oben gewesen und bin dann weitergegangen. Bin ja echt gespannt. Irgendwas wird man mit den Eichhörnchen machen können. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Wird man irgendwie fangen können oder sonst was? Das ist ja eigentlich... aus wie ein Friedhof oder so? Nee. So eine Art Sumpfgebiet hier. Das war wahrscheinlich ein Garten von irgendwem. Könnte ich mir vorstellen. Kann ich das? Nee, falsche Taste. Genau das meine ich mit. Es gibt so unglaublich viele verschiedene Sachen, wie man Gegner und sonst was besiegen kann. Jetzt hätte ich hier halt in Ruhe an das Lager gehen können. Und hätte hier, naja, die halt angreifen können. Und das finde ich einfach so unglaublich gut. Ist eigentlich das Wespennest hier jetzt? Ja. Ach, shit, das hatte ich... ja, okay, das werde ich jetzt nicht nochmal holen, aber... Ausdauerhonig. Honig direkt vom Bienenstock ist besonders nahrhaft. Wenn man ihn zur Verfeinerung von Gerichten verwendet, verleiht er ihn den praktischen Effekt, die Ausdauer zu steigern. Das ist natürlich cool. Das habe ich. Das war auch wieder was ich neu hatte. Und auch das mit dem Bienenstock kannte ich vorher noch nicht. Deswegen wollte ich das auch gerade unbedingt testen. Ja, das ist was ich meinte mit. Es gibt einfach so unglaublich viele Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Und das gefällt mir unglaublich gut daran. Das hier ist irgendwie so. Das ist wie so eine Art Stadtmauer hier. Oder auf jeden Fall. Ja. Irgendwie in diese Richtung. Verteidigungsmauer oder sonst was. Hier war ich übrigens vom letzten Mal auch nicht. Oh, hier liegt was. Nein! Oh. Ich vermute. Oder was heißt vermute? Das war eben wieder so eine Echse. Da habe ich ja schon von einer eingesammelt. Dass die Eichhörnchen einen ähnlichen Effekt haben können. Also, dass ich die auch irgendwie benutzen kann, um irgendwas zu steigern. Okay, hier haben wir noch ganz viele von den antiken Sachen. Das Ding gibt es, glaube ich, ja auch als Amiibo, wenn ich mich nicht irre. Oh oh. Oh oh. Oh shit. Ich glaube, hier sollte ich noch nicht sein. Oh oh. Keine Waffe mehr. Stopp. Ich mache hier, glaube ich, gerade nur meine Waffen kaputt.
Problem. Ja, es wird jetzt schon leben, aber... Ich hätte mal einfach weitermachen sollen. Warum habe ich denn aufgehört damit? Also, das war mir gerade neu. Das kannte ich noch nicht. Weiß ich nur nicht, wo wir wieder anfangen. Jetzt dachte ich mir so gerade, ja, aber das ist irgendwie ein bisschen lame, wenn ich da jetzt gerade einfach drauf einschlage. Aber, naja, wenn ich damit aufhöre, das war auch nicht die beste Idee, ganz eindeutig. Weg hier. Ich komm weg. Das Problem ist, ich brauche eine schnellere Waffe. Aber. Holy shit, wie weit ist diese Mauer? Also ich meine, ich habe das ja eben ganz gut geschafft, indem ich einfach drauf losgeprügelt habe. Das Problem wird jetzt sein, jetzt muss ich erstmal wieder an das Ding rankommen. Hallo, hier oben bin ich. Das Ding einmal schießen lassen, das ist das Problem. Nein, jetzt. Ich weiß nicht, wann ich zur Seite gehen muss. Ich habe Angst. Nein, nicht. Ich riskiere das jetzt. Ja. Oh shit. Oh shit. Was mache ich denn dagegen jetzt? Wie viel Schaden machen wir normal? Pfeile. Stopp. Stopp. Guck mich nochmal an. Das war jetzt eine ziemliche Materialschlacht, von der ich noch nicht überzeugt bin, dass sie sich gelohnt hat. Aber das Ding wollte ich nochmal eben besiegen. Okay, die hat jede Menge antikes Zeug fallen lassen. Jetzt ist echt die Frage, wie wichtig die Dinger sein werden.
Oh nein, hätte ich... Ne, das Ding steht hinter dem Berg. Ich habe gerade überlegt, ob ich da hätte gegenschießen lassen können. Von dem Gerät, aber das geht nicht. Okay, die gibt's hier mehrfach. Ne, 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 ne. Nochmal anlegen tue ich mich jetzt nicht mit denen. Dafür brauche ich, glaube ich, erstmal bessere Waffen, damit ich für die nicht irgendwie eine Stunde brauche. Ich hätte jetzt gedacht, das Ding ist einmalig. Aber ganz offensichtlich ist es das nicht. Du siehst mir eigentlich auch noch wie so ein kaputtes Ding aus. Ja, du bist auch noch kaputt. Das da könnte noch ganz sein. Ja, das ist auch noch ganz. Also, ja, wir wissen auf jeden Fall, dass diese Dinger unglaublich gefährlich sind. Das da wird auch nochmal eins sein, was angeht. Oder? Das sieht mir viel zu intakt oben rum aus. Nee, ist aber nicht okay. Alles klar. Stopp. Hallo, ich bin ja wohl weit von dir weg. Reicht. So, jetzt kommen wir aber dann doch langsamer dahin, wo ich hin wollte. Das ist auch gerade wieder... Das sind Sachen, die muss man wahrscheinlich nie, nie, nie erkunden. Aber es ist einfach so ein Spiel, was man unbedingt sehen, wo man dann eigentlich das schon machen möchte. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe nicht mehr viele Pfeile. Und mal kurz gucken, ob ich das zeigen kann, bevor ich was tue. Da drin, da seht ihr Gegner drin. Da oben steht noch einer drauf, aber über den reden wir gerade nicht. Ich habe jetzt noch einen Pfeil. Badaboom! Nein, mein Vater, mach. Ich wundere mich ein bisschen, dass der eine da nicht gestorben ist. Und runter mit dir. Das ist geil. Moment. Oh, der tat weh. Oh Gott, der lebt ja noch. Alles klar. Auf jeden Fall das auch wieder eine Szene, die ich meinte, die man wahrscheinlich unterschiedlich spielen kann. Weil... Ja, ich hätte hier auch einfach reingehen können und sagen können, okay, komm, ich hau die einfach hier einzeln zu. Oh, wisst ihr, was ich kurz testen möchte? Kann ich das Ding vorher öffnen? Nee. Macht Spaß, den auf den Kopf zu springen. Stachelbockstock. Der Bockblind, der diesen Stock gebastelt hat, hat sich wirklich Mühe gegeben. Pass auf, denn die spitzen Tierknochen könnten ins Auge gehen. Und wisst ihr was? Wir hauen ihn jetzt mit seiner eigenen Waffe. Das ist auch was echt Fieses, muss man sagen. Da haust du ihn erst um, haust ihm die Waffe aus der Hand, nur um ihn danach mit seiner eigenen Waffe zu besiegen. Ein Bockblindherz? Eine sehr seltene Zutat, die du nach dem Besiegen eines Bockblind erhalten hast. Es pocht noch sachte vor sich hin. Ob es wohl für irgendwas gut ist? Mit Sicherheit. Einmal hoch. Und da haben wir nochmal 5 Feuerpfeile. So, Bögen haben wir ja noch mehr als genug. Ach ja, nee, egal. Ich habe gerade ganz kurz überlegt, ob ich den einen komischen Reisebogen austausche. Aber das muss nicht sein. So, mal ganz kurz was gucken. Ah, wir sind gar nicht mehr so weit von unserem Ziel entfernt. War das hier schon? Nee, ja, das machen wir auch noch eben. Das ist jetzt der Feuerpfeil. Naja, wir sehen da hinten wieder so ein wunderschönes Fass. Und das machen wir uns mal eben zunutze.
Auch das wieder. Auch da hätte man jetzt einfach stumpf draufgehen können und sagen können, okay, komm, ich verklopp die Typen eben. Oder aber man, ja, macht es auf die etwas rabiate Art. Und last but not least, bevor wir da hingehen, da übrigens noch eine Fähigkeit, was man hätte machen können. Da oben seht ihr den Stein, ja, hätte man runterrollen können. Und das werden wir jetzt gleich auch noch eben machen. Guck mal. Hyrule-Gras. Ein äußerst nahrhaftes Kraut, das überall auf Hyrules Ebenen wächst. Als Kochzutat füllt es noch mehr Herzen auf. Habe ich eigentlich... Ja, ich habe ein bisschen Leben verloren, aber komm, das interessiert jetzt gar nicht. Was ist das hier eigentlich? Das ist ein Brunnen wahrscheinlich gewesen früher mal. So, ja, ich habe es ja eben schon angekündigt mit dem Stein. Und, da unten haben wir welche. Kann ich den nicht... Das wundert mich jetzt. Ich hätte schwören können, beim letzten Mal habe ich den geschoben. Aber... Wir schieben halt den. Ja. Das, wie gesagt, beim letzten Mal auch noch gemacht. Und er hier ist jetzt halt leicht verängstigt. Und, denkt halt, ja, okay, nee, da gehen wir lieber nicht hin. Da kam gerade ein Stein runter. Ja. Hier liegen noch die Überreste von dem anderen. Okay, mehr ist aber nicht. So, das soll es gewesen sein. Jetzt gehen wir noch eben dahin, wo wir hin müssen. Da vorne sieht man schon angedeutet. Da oben kurz raus. Das machen wir noch eben. Und dann wollen wir für heute erstmal Schluss machen. Das ist dann gleich nämlich so weit, wie ich gespielt habe. Oh nein, der Stachelstock zerbricht gleich. Machen wir Pfeile. Pfeile sind gut. Und ein Reiseschwert. Diese Art Schwert ist in ganz Hyrule zu finden. Es ist robust, aber keine sehr effektive Waffe im Kampf gegen Monster. Ach shit, hier ist meine Tasche. Nein, falsche Taste. Ich würde sagen... Ich drücke mal wieder die falsche Taste. Ich möchte eigentlich ganz gerne das Schwert mitnehmen. So, der Ort, zu dem wir hingehen sollen. Und es möchte, dass wir unseren Stein reinlegen. Bitte Shika-Stein einsetzen. Links, rechts gucken. Und dann erstmal wieder einsetzen. Shika-Stein erkannt. Shika-Turm wird aktiviert. Es kann zu leichten Erschütterungen kommen. Und naja, wir haben ja eben schon oben was rausgucken sehen. Was das Ganze wohl war. Leichte Erschütterung ist gut. Der Turm des Plateaus. Karteninformationen werden übertragen. Das sieht auch cool aus. Und naja, wie der Name schon sagt, wurden die Karteninformationen übertragen. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt.
Und da haben wir unseren Schickerstein wieder. Erinnere dich. Erinnere dich. Erinnere dich. 100 Jahre lang hast du geschlafen. Wenn dieses Ungeheuer seine vollständige Kraft wiedergewinnt, ist die Welt dem Untergang geweiht. Jetzt geh. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Beeile dich. Beeile dich. Ja, und damit haben wir unsere Aufgabe, würde man sagen. Hauptziel, die ferne Stimme geschafft. Und, nee, machen wir es anders. Mit diesem wundervollen Ausblick, würde ich sagen, sind wir erstmal am Ende für die erste Folge. Ja, wie ich ganz am Anfang schon mal angekündigt habe, würde es mich sehr interessieren, ob ihr es bevorzugt, solche ganz langen Folgen zu sehen. Die könnt ihr euch ja einteilen, wie ihr wollt. Das ist dann ja am Ende jedem selbst überlassen. Allerdings, wie gesagt, ich will es jetzt durchspielen. Ich habe aktuell Urlaub und ich habe echt mega Lust auf dieses Spiel. Dementsprechend werde ich jetzt im Voraus aufnehmen. Und im Zweifelsfall cutte ich die Folgen dann einfach. Dann mache ich keine Anmod oder Abmod, sondern dann wird halt einfach... Dann fange ich die Aufnahme an, sag dann was, nehme dann vielleicht sogar mal 3 Stunden am Stück auf, sag dann wieder was und dann teile ich die Folgen ein. Und dann, ja, würde ich tatsächlich sagen, hängt das so ein bisschen von euch ab. Wollt ihr lieber so eine lange Folge wie jetzt haben, wo ihr sagen könnt, ja, morgens 20 Minuten, mittags 20 Minuten und abends nochmal 20 Minuten? Oder sagt ihr, ja, nee, da komme ich gar nicht hinterher und dann bringt mir das auch nichts. Ihr wollt lieber einfach so nur 30 Minuten am Tag haben. Lasst es mich auf jeden Fall gerne wissen. Das war's für heute. Gerne auch nochmal einen Eindruck von euch, vom Spiel, wie ihr es bis jetzt findet. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.